Das Red Bull Air Race feiert am Wochenende ein Comeback in Österreich. Nach drei Gastspielen auf dem Red Bull Ring in der Steiermark 2014 bis 2016 ist die Flugsportserie erstmals in Wiener Neustadt zu erleben. Die Show am Samstag und Sonntag steigt auf dem Gelände des Militärflugplatzes. Das 2003 gegründete Red Bull Air Race ist eine globale Motorsportserie, in der 14 Piloten mit extrem wendigen Flugzeugen bei Geschwindigkeiten bis zu 370 km pro Stunde um den Weltmeistertitel kämpfen. Die Piloten navigieren ihre Flugzeuge bei Fliehkräften von über 1,0 g knapp über dem Boden oder über dem Wasser durch eine mit 25 Meter hohen Pylonen gesteckte Rennstrecke. Wiener Neustadt ist der sechste Stopp im Air Race-Kalender 2018. Tscheche Martin Sonka freut sich auf sein Heimrennen. Der tschechische Pilot Martin Sonka, Vize-Weltmeister 2017 und auch aktuell WM-Zweiter, freut sich bereits im Mai bei einem Pressegespräch in Wien auf das Rennen nahe seiner Heimat. Er geht von vielen Fans aus, die aus Tschechien anreisen werden. Den Kurs bilden 5 Airgates mit je 2 Pylonen und eine Schikane mit 3 Pylonen. Ein Run besteht aus 2 Runden. Am Samstag steht das Qualifying 16 Uhr an, am Sonntag geht es von der Round-Off 14 Uhr bis zum Final 4 16.30 Uhr um den Sieg beim Wiener Neustädter Gastspiel der Formel 1 der Fliegerei. Freitagabend Grand Opening am Hauptplatz in WR Neustadt. Bereits am Freitag wird trainiert, um 20 Uhr erfolgt auf dem Hauptplatz das Grand Opening mit allen Piloten. Das Eventareal auf dem Militärflugplatz ist am besten über die Südautobahn A2 oder mit dem Zug zu erreichen. Um Staubereiche am Wochenende zu vermeiden, raten das Wiener Neustädter Rathaus und die Organisatoren zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eintrittskarten sind unter ticket.com erhältlich. Ein Weekend-Ticket Stehplatz kostet für Erwachsene 51, für Kinder 6 bis 13 Jahre 30 Euro. Textquelle Urheberrecht Laola 1.atrbr Race Hall übernimmt mit Sieg in Chiba WM Führung zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment unterstrich Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.